Ja, als Anwendung des Integralkriteriums wollen wir uns jetzt mal diese Reihe betrachten. 1 plus ein Viertel plus ein Neuntel plus ein Sechzehntel plus ein 25. Also Summe 1 durch alle Quadratzahlen. Und jetzt habe ich Ihnen ja gesagt, dass das Integralkriterium, da schreibe ich jetzt hin, das Integral von 1 bis b. Und jetzt brauchen wir so ein bisschen, was das f von x ist. Also wir haben die Summe 1 durch k². Was ist jetzt unser f von x, was wir integrieren müssen, wenn wir hier über k² sind? Sehr gut, sehr gut. Also das f von x ist 1 durch x². Und das heißt, jetzt betrachten wir das Integral von 1 bis b, 1 durch x² dx. Sie sehen, ich schreibe weiß, ja? Das heißt, es ist erlaubt, das, was ich hier also mit Ihnen hinschreibe. Also es ist nicht im Abi verboten oder so. Stammfunktion von 1 durch x². Wer weiß das? Ja? Minus 1 durch x. Ja, Sie wissen, ich muss das immer anders schreiben. Also ja, völlig, x hoch minus 1 durch 1. Ja, minus 1. Minus 1, tut mir leid. Ja, nein, Sie dürfen das genauso sagen, wie Sie. Das ist alles in Ordnung, für mich kein Problem. Ich schreibe Ihnen das bloß anders hin, einfach nur, weil wir, die Erfahrung zeigt einfach, dass ich sonst die Hälfte vergesse. Also das, dieses durch, wenn ich immer das Gleiche mache, dann kriege ich das leichter hin, als wenn ich quasi mir jedes Mal überlege, wo stimmt das jetzt oder stimmt es nicht. Ja, und das ist natürlich an den Grenzen 1 bis b. So, wenn ich jetzt 1 bis b hier einsetze, was kommt da raus? Ja? Minus 1 durch b plus 1 durch 1. So, völlig richtig. So, das haben wir jetzt. Und jetzt ist die Frage, gegen was geht das? Gegen 1. Jawohl, für b gegen unendlich. Geht das gegen 1? Also erstens mal haben wir dadurch per Integralkriterium bewiesen, da nicht unendlich rauskommt, ist dieser Grenzwert endlich. Und er ist etwa 1. Tatsächlich ist er aber etwas anderes. Also tatsächlich ist der Grenzwert von dem Ding nicht 1, sondern, das berichte ich Ihnen hier einfach, Pi Quadratsechstel. Das heißt, dieses Ding hier, das wissen wir, das ist Pi Quadratsechstel. Das ist aber natürlich, jetzt ist die Frage Pi Quadrat. Pi Quadrat ist, wenn man die Physiker fragt, 10. Es ist geschickt, das zum Denken. Damit ist Pi Quadrat 6 und 5 Drittel, also 1, Periode 6. Aber wir haben die 1 rausgekriegt. Ja, also es ist schon nicht so ganz toll. Aber so schlecht ist es auch nicht. Ja? Also eine Richtschnur haben wir damit. Also insbesondere gilt, dass diese Reihe tatsächlich einen endlichen Wert hat. Die 1 ist jetzt kein so guter Schätzwert. Es gibt tatsächlich nach Schmidt noch einen besseren Schätzwert. Den kann ich Ihnen sagen. Es ist die Frage, ob das so viel funktioniert. Und der bessere Schätzwert ist, wenn Sie Folgendes nehmen, da muss ich Ihnen zu viel hinschreiben, das lasse ich einfach. Wie gesagt, da müssen Sie hier, die Summe muss erst beim zweiten Glied anfangen, das erste Glied müssen Sie halbieren und da müssen Sie noch was dazuzählen und dann kommen Sie auf 1,5 am Ende. Aber auch nicht auf 1, Periode 6, das ist die bessere Schätzwert, Jakob. Also da kann ich auch die 1 nehmen, das ist okay. So, das war das erste Beispiel, was ich mit Ihnen mit dem Integralkriterium machen wollte. Das zweite, was ich mit Ihnen machen will, ist, ich summiere 1 durch und jetzt wird's schlimm. Summiere ich 1 durch 2 mal ln 2 plus 1 durch 3 mal ln 3 plus 1 durch 4 mal ln 4 plus und so weiter. Diese Summe möchte ich mit Ihnen berechnen. Ja, und wenn Sie sich das genau anschauen, dann stellen Sie fest, das hat so ein bisschen was mit der harmonischen Reihe zu tun. Ja, ein Halb plus ein Drittel plus ein Viertel. Aber so ganz die harmonische Reihe ist es auch nicht, weil ich multipliziere diese 2 mit ln 2. Okay, ln 2 ist eine Zahl, die ist keine 1, aber ab hier wird es größer 1. Ja, also das heißt, hier steht jetzt ln 3, das ist größer 1. ln 4 ist auch größer 1. Also bezogen auf die harmonische Reihe wissen wir sicher, plus 1 durch 6 ln 6, bezogen auf die harmonische Reihe bis auf das ln 2, das ist halt ein bisschen elend, weil wir wissen, ln 2 ist keine 1, etwa 0,7.
Vielleicht streiche ich diesen Teil, ich streiche den jetzt einfach, obwohl ich ihn dann wieder dazu nehme. Das heißt, diese Summe ist mit Sicherheit kleiner oder gleich ein Drittel plus ein Viertel plus ein Fünftel plus ein Sechstel plus und so weiter. Was kam denn bei dieser Summe raus, wenn Sie jetzt die harmonische Reihe nicht bei 1, sondern bei 3 anfangen lassen? Immer noch im Endeffekt. Ja, also das heißt, diese Summe ist kleiner gleich der Summe. Die Summe war unendlich. Das heißt, die Summe, die ich hier betrachte, ist eine, die nicht sicher ist, ob sie denn konvergiert oder nicht. Also das heißt, das ist dann durchaus interessant. Und jetzt nehmen wir als erstes mal, wie heißt denn die Funktion? Wie heißt denn die Funktion, die ich hier betrachten muss? Und auf, ja, bitte. 1 durch m1 durch x an x. So, und jetzt ist die Frage, jetzt ist natürlich klar, was die Integrale angeht. Wir dürfen hier nicht von 1 ab integrieren. Weil wenn ich da 1 einsetze, fliegt es mir um die Ohren. Die 2 habe ich vorhin auch schon weggeschissen. Also eigentlich müssen wir bei der 3 anfangen zu integrieren. Dann bin ich auf der ganz sicheren Seite. Also fange ich bei Integral von 3 bis b 1 durch x ln x an. So, und jetzt komme ich zu Ihnen als meine Schüler, die Sie ja integrieren können. Ja, und Sie können integrieren. Wenn Sie integrieren können, dann heißt das übersetzt, dann wissen Sie, was eine Stammfunktion von 1 durch x ln x ist. Wissen Sie nochmal nicht, weil... Also, Sie können nicht jede Funktion integrieren, aber die geht, das kann ich Ihnen berichten. Ich möchte von Ihnen eine Stammfunktion wissen von 1 durch x ln x. Vielleicht muss ich Ihnen das ein bisschen anders hinschreiben. Das ist dasselbe wie 1 durch x mal 1 durch ln x. Vielleicht sehen Sie es jetzt. Was hat das 1 durch x mit dem ln zu tun? Das ist ln von Betrag x. Ja, das ist richtig. Aber was hat, Sie müssen sagen, was hat 1 durch x mit ln x zu tun? Dass Sie die Produktregel beim Integrieren und ableiten. Oh, furchtbar. Das ist, Sie können es versuchen, vielleicht funktioniert es sogar, aber dann bräuchten Sie ja, oh Gott, also versuchen Sie besser keine Produktregel. Aber ja, es wäre eine Möglichkeit. Welche Möglichkeit haben wir noch? Sie wissen, ein Malpunkt kann Produktregel sein, kann aber auch Substitution sein. Und das habe ich Ihnen gesagt, das müssen Sie je nachdem entscheiden, man weiß es nicht. Normalerweise sagen Sie mal immer Produktregel. Aber beim Integrieren geht das nicht mehr. Beim Integrieren stehen Sie da und sagen, mal kann Produktregel sein, kann aber auch Kettenregel, wie heißt das, Substitutionsregel sein. Und das ist es hier, das heißt ln x abgeleitet ist 1 durch x. Die Ableitung von dem ist das. Das heißt, ich habe hier eine innere Ableitung stehen. Das heißt, ich sage g gleich ln x, dann ist g' 1 durch x. Und dann kann ich das hier schreiben nach der Substitutionsregel als Integral von 3 bis b. Das 1 durch x ist g' mal und dann 1 durch ln x ist 1 durch g dx. Und eigentlich wende ich erst jetzt die Substitutionsregel an. Also jetzt ist tatsächlich das hier ist die Vorbereitung auf die Substitutionsregel. Jetzt kommt die Substitutionsregel. Was macht die Substitutionsregel? Das haben Sie gelernt bei mir. Das sollten Sie auch für die Hochschule dann können irgendwann mal. Die Substitutionsregel sagt g' mal dx. Was war g' mal dx? Physikerregel? Wissen Sie nicht mehr? Macht nichts. dg. Sehr gut, sehr gut. Jawohl, danke. Also g' mal dx ist dg. Das heißt, es steht jetzt dran, 1 durch g dg. Müssen wir aufpassen, da darf ich eigentlich die Grenzen nicht mehr schreiben. Wenn ich substituiert habe, muss ich die Grenzen umwenden. Ich mache die einfach weg. So, was ist die Stammfunktion von 1 durch g? dg? Ln von Betrag g. Ja!
Und jetzt machen wir Rücksubstitution, weil dann kann ich nämlich wieder diese Grenzen da hinschreiben. Also das ln von Betrag ln x. Jawohl. Von 3 bis b. Ja, das ist, ich habe ja gesagt, das ist eine crazy Aufgabe, darf ich auch machen. So, also habe ich ln von Betrag ln b minus ln von ln von 3. Der ln von 3 ist etwa 1, ln von 1 ist 0. Also das heißt, dieser hier, der ist quasi 0, so etwa 0. Das ist, ich schreibe mal hier etwa 0. So, die Frage ist, gegen was geht ln von Betrag ln b für b gegen unendlich? Gegen was geht das? Oh, da habe ich jetzt einen falsch verbunden. Unendlich? Jawohl, warum geht das gegen unendlich? Weil der ln von 3 direkt nach unendlich geht, das heißt, der äußere ln, also das innere vom äußeren ln, wird auch immer größer und dadurch wird auch der ln größer. Aber ich kann Ihnen sagen, verdammt langsam. Für jedes praktische Problem ist ln von ln x kleiner gleich 10. Für jedes praktische Problem. Kann ich Ihnen sofort sagen. Oder vielleicht auch kleiner gleich 15. Völlig klar, weil Sie, wenn Sie die Menge aller Atome des Universums einsetzen, das ist 10 hoch 75, glaube ich, viel mehr haben wir ja nicht, dann ist ln oder log, also wir schreiben immer log mit Logarithmus zur Basis 10, dann ist Logarithmus zur Basis 10 ist 75 und der Logarithmus von 75 ist 2, kleiner 2. Also sage ich, für jedes praktische Problem ist ln von ln x kleiner 10. Für jedes praktische Problem. Aber theoretisch nicht. Ja. Theoretisch geht das gegen ln von ln unendlich. Ja, ln von unendlich ist unendlich und der ln von unendlich ist wieder unendlich. Also das heißt, das ist dann... das ist unendlich. Das heißt, das geht gegen unendlich. Und das heißt, diese Reihe hier divergiert. Die geht gegen unendlich. Weil das Integral gegen unendlich geht. Ist aber gar nicht so einfach. Und wie gesagt, praktisch divergiert das. Theoretisch divergiert das. Praktisch kriegen Sie es aber nicht hin. Das heißt, Sie können da 10.75 Uhr einsetzen, also die können da aufsummieren bis 10.75 Uhr, dann sind sie gerade mal bei 10 oder so. Ja. Also das heißt, das ist eine typische Reihe, die praktisch konvergiert, aber theoretisch divergiert. Ja. Also wie gesagt, sie kriegen das in endlicher Zeit nicht raus, aber tatsächlich, das können Sie natürlich beliebig oft machen. Also das heißt, da gibt es noch viel, viel schlimmere, die das sind, aber die hier, deswegen ist die so spannend, meiner Ansicht nach, die ist praktisch konvergent, gegen welchen Wert wissen wir nicht, aber das können Sie einsetzen, was Sie wollen, kommt nie was Gescheites raus, aber theoretisch divergent. Ja? Also das heißt, also das Ding hier ist divergent, also ein Mathematiker müssen Sie sagen, natürlich 1 durch x ln x divergiert, völlig logisch, weil ln von x divergent. Informatiker oder einem Ingenieur, sagen Sie, die divergiert zwar, aber das ist egal, weil für jedes praktische Problem ist das Ganze sowieso kleiner 10. Fertig. Also können Sie durch eine Konstante abschätzen, obwohl es divergiert. Gut, gibt es Fragen dazu? Also ich finde das